schon so die Existenz und Teilhabe ist ja schon, was heißt denn das? Und da gibt es so verschiedene Möglichkeiten, sage ich ganz bewusst, Möglichkeiten, wie man sich daran robben kann, wo man sagen kann, das könnte in etwa die Höhe sein, die das Grundeinkommen haben müsste, sollte, dürfte, wie auch immer. Und sagen, das kann man damit begründen. Das ist schon mal eine Übersicht. Ich rede natürlich immer über alleinstehende Netto. Warum? Weil das Grundeinkommen aus unserer Definition heraus ein Individualrecht sein soll. Ne? Deswegen vergleiche ich das jetzt nicht mit Haushalten oder mit großen Familien, sondern ich rede immer von Alleinstehenden. Und wenn ich von Existenz- und Teilhabesicherung monetär rede, also nicht über Dienstleistungen oder Infrastrukturen oder öffentlichen Nahverkehr, der kostenfrei ist, ne? Das sei dann nicht monetär, dann rede ich immer über Nettobeträge, was man Cash dem Monat zur Verfügung hat, in der Tasche hat, was man ausgeben kann, wofür auch immer. Na, ganz klar. Also alleinstehende Netto. Und da seht ihr schon mal eine Übersicht, bringe die dann zum Schluss nochmal und begründe die auch kurz, was es so für verschiedene Diskussionsebenen gibt. Mindesteinkommensbefragung, es gibt einen Warenkorb, es gibt eine Hochrechnung von Armutsrisikogrenzen, es gibt die Pfändungsfreigrenze, kennt ihr sicherlich. Freistellung, Rückzahlung, BAföG gibt es, ab wann man nicht mehr BAföG zahlen muss. Und es gibt eine Befragung zur Grundeinkommenshöhe in Deutschland. Für alle, die das interessiert, der Durchschnitt bei Hartz IV liegt derzeit bei 804 Euro. Im Monat, ich rede immer von Netto und Alleinstehender, ne? Immer berücksichtigen. Das setzt sich wie folgt zusammen, weiß das einer? Wie komme ich auf die 804 Euro im Durchschnitt? Wie heißt die Mietzahlung im SGB II? KDU, übersetzt heißt das Kosten der Unterkunft und Heizung, genau. Das ist der eine Bestandteil und der andere? Die Regelleistung. Regelleistung. Wie hoch ist die zurzeit für einen Alleinstehenden? 424 Euro. Für einen Alleinstehenden Regelleistung, wenn man keine andere Einkommen hat. Und das setzt sich dann zusammen, diese 424 plus im Durchschnitt gezahlte für alleinstehende Menschen, also Einzelhaushalte, die Vollkostenunterkünfte und Heizung kriegen von 380 Euro. Und da kommt man dann auf diese 804. 424 plus 380 und so weiter. 380 ist ein Durchschnitt. Warum ist das ein Durchschnitt? Weil das kommunal vollkommen unterschiedlich ist. Also die Angemessenheitsgrenzen sind in den Kommunen sehr unterschiedlich, hängt mit dem örtlichen Mietspiegel zusammen, wie man dort die Miethöhen ermittelt hat, was man als angemessen deklariert. Wie hoch ist in Leipzig die Angemessenheit für Alleinstehende? Wisst ihr das zufällig? Also ich denke, es geht Richtung 400 bei euch in Leipzig. In Dresden geht es zum Beispiel in meiner Heimatstadt 420 schon für Alleinstehende jetzt, ne, wohlgemerkt. Und da seht ihr schon, worum geht das dann maximal eben diese Existenzminimum über SGB II, also Hartz IV, worum eben dann bis 1150? Könnt ihr euch das erklären? München, der Experte unter euch. In München hast du Angemessenheitsgrenzen für KDU, Kosten der Unterkunft und Heizung, bis zu 750 Euro in etwa. Naja, warum wohl? Weil die Mieten dort höher sind. Ne? In Frankfurt-Main geht das auch bis an die 700 Euro. Also das ist ja überall veröffentlicht, ihr könnt auf alle Seiten gehen. Es gibt auch bei tacheles.sozialhilfe.de auch eine Übersicht über die Angemessenheitskriterien in verschiedenen Kommunen. Deswegen kann eben SGB II, Grundsicherung inklusive KDU, klar gehört dazu, bis in Deutschland bis zu 1150 Euro gehen. Vielleicht im Einzelfall sogar noch mit mehr, weil das ist ja dann noch komplizierter. Die Kosten der Unterkunft und Heizung setzen sich aus zwei Bestandteilen zusammen. Einmal das kalte, Kaltmieterbetriebskosten, und einmal sozusagen die Heizkosten. Und Heizkosten müssen eigentlich in tatsächlicher Höhe übernommen werden, aber da wird dann wieder die Wirtschaftlichkeitsprüfung gemacht. Lasse ich jetzt mal alles außen vor. Also für euch nur als Hintergrund, der Durchschnitt in Deutschland 804, das sind alle Kosten und Unterkünfte gemittelt. Und das kann zum Beispiel so ein Maximalwert in München sein. Okay, damit ist eigentlich auch schon vieles gesagt. Eigentlich sollte ein Grundeinkommen nie darunter fallen, weil das hieße nämlich für die Leute, die da ein niedriges Grundeinkommen hätten, sind ein Problem. Das kann man lösen, aber das ist jetzt mal eine gesonderte Debatte. Okay, jetzt gehe ich mal in die Details. Mindesteinkommenbefragung. Wer bei mir schon mal im Vortrag war oder im Seminar, wird festgestellt, dass ich allererst eine Frage stelle, wie viel Geld brauchst du hier in Leipzig, um halbwegs gut zu leben? Das ist die Mindesteinkommenbefragung. Ich frage euch, was braucht ihr netto in dem Ort, wo ihr lebt, um halbwegs gut zu leben? Das heißt Miete, Nahrung, Kleidung, Unterkunft, gesellschaftliche Teilhabe, abends Kino gehen können, mit den Freunden ein Glas Wein, ein Glas Bier, Kaffee, wie auch immer, trinken gehen. Das mache ich bei Seminaren sehr oft. Im Durchschnitt, das tendiert manchmal von 700 Euro bis 1500 bis 2000, manche sogar, liegt das in etwa bei 1100 bis 1400 Euro.
diese Befragung. Das ist meine empirische Erfahrung, nicht repräsentativ, einfach was ich so erlebe. Das hängt natürlich mit den Kosten, die unterschiedlich hoch sind, auch Kosten Unterkunft, gerade in verschiedenen Städten zusammen, wo ich bin. Es gibt beim sozioökonomischen Panel, wer erhebt denn das? Wisst ihr das? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin. Da gibt es alle 5 Jahre, glaube ich, eine Befragung genau mit dieser Frage. Da geht es um monatlichen Nettobetrag, den Ihr Haushalt unbedingt braucht, um unbedingt, also das ist das Lebensnotwendige, um zurechtzukommen. Und da war im Jahr 2012 für ein Personenhaushalt, also Alleinstehende, ich bin immer bei Alleinstehenden, ne? Es geht um Netto, waren die schon 2012 bei 1368. Das ist also eine institutionalisierte Mindesteinkommensbefragung. Die ist dann repräsentativ. Und die würde in 2017, wenn ich die, ich habe andere Daten von vorher, liegt die dann vielleicht sogar schon bei 1450 und so weiter in der Richtung. Das verändert sich ja, weil die Kosten sich ja auch erhöhen. Also, wir können erstmal festhalten, Mindesteinkommensbefragung, diese zwei Varianten, die Zahlen stehen dazu da. Dann gibt es den Warenkorb. Kennt ihr Leipziger den Lutz Hausstein? Das ist ein Erwerbslosenaktivist aus Leipzig. Der hat Folgendes gemacht, was in der Sozialwissenschaft eigentlich auch gemacht werden sollte, in Deutschland nicht mehr gemacht wird, aber in anderen Ländern wird das gemacht, einen Warenkorb zur Ermittlung des Existenz- und Teilhabeminimums zu erstellen. Was heißt Warenkorb? Was man lebensnotwendig braucht, inklusive Kosten, Unterkunft und Heizung, also Kosten für die Wohnung. Was man notwendig braucht, wenn man Fahrradfahrer ist, braucht man kein Benzin, wenn man Autofahrer ist, braucht man Benzin, ganz klar. Das wird bepreist und in den Warenkorb reingesteckt. Jetzt kann man sich natürlich immer gerne streiten, was gehört in den Warenkorb rein. Kleine Merkung, das war übrigens der große Streit, weswegen von der Warenkorbbestimmung der Regelleistung 1990 auf dieses sogenannte Statistikmodell aus der Einkommensverbrauchsstichprobe bei der Ermittlung der Regelleistung Grundsicherung, Sozialhilfe umgeswitcht worden ist, weil das eine sehr subjektive Einschätzung war, was tut man da rein oder nicht. Darf Benzin drin sein? Darf man in Regelleistung Auto fahren? Eine halbe Monatskarte für ein ÖPNV oder eine ganze? Eine halbe Kinokarte im Monat oder anderthalb Kinokarten? Also ihr merkt, darf ich am Abend 3 Bier trinken oder 3 dünne, 3 dicke oder 3 dünne? Oder ihr wisst jetzt, wie ich das meine. Ne? Das ist natürlich beim Warenkorb eine subjektive Einschätzung, was da reingehört. Erwerbslosenaktivist Lutz Hausstein hat das mal gemacht, ist in die Billiganbieter gegangen, Discounter, hat geguckt, was man dort relativ preiswert kaufen kann, Nahrungsmittel inklusive Kleidung und so weiter und so fort. Und natürlich auch durchschnittliche Kosten der Unterkunft und Heizung dann dazu gerechnet und kommt dann etwa auf 734 ohne Wohnung und 1.100 Euro in etwa für diesen Warenkorb. Und das ist ein Einzelkämpfer, der hat das auch dankenswerterweise gemacht, sehr akribisch, gut ausgewertet, wird in der deutschen Öffentlichkeit leider wenig beachtet. Also 1.100 Warenkorb. Jetzt haben wir die Armutsrisikogrenzen gemäß EU-Standard, das heißt 60% vom median gemittelten Nettoäquivalenzeinkommen. Ist ganz einfach, ne? Hat das jeder verstanden? Okay. Man befragt Haushalte, wie viel die Nettoeinkommen haben. Gute, nach EU-Standard durchgeführte Befragungen befragen auch im ersten Jahr danach, weil es gibt ja dann noch Steuerrückflüsse zum Beispiel. Das muss ja zum Nettoeinkommen mit hinzurechnen. Das darf man nicht vergessen. Also nicht nur ein Monatsnettoeinkommen, zum Beispiel auch Steuerrückflüsse. Oder dass in bestimmten Monaten manche kriegen sogar noch Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, das darf man alles nicht vergessen. Okay, dann wird das über ein Äquivalenzziffer, Zahlen statistisch heruntergerechnet auf eine Person. Das will ich jetzt nicht weiter erläutern, auf einen Alleinstehenden. Und dann wird eine Linie aufgemacht und dort, wo die Mitte ist, der Median, nicht das durchschnittliche Mittel, dort ist dann der Median, median gemitteltes Nettoäquivalenzeinkommen und davon 60%, okay, davon 60% ist die Armutsrisikogrenze gemäß EU-Standard. Und ich habe mir mal, wenn ihr auf der Website vom Netzwerk Grundeinkommen seid oder auf meiner Website, findet ihr das, habe ich da mal die verschiedenen Armutsrisikogrenzenerhebungen genommen, die nicht gemäß EU-Standard sind, habe ich wieder rausgeschmissen. Und da kommt man für 2018 hochgerechnet, weil die immer 2-3 Jahre rückläufig sind,
bei der Einkommensverbrauchsstichprobe, es gibt verschiedene Armutsrisikogrenzenerhebungen, sogar 5 Jahre rückläufig, komme ich auf 1180 Euro im Monat netto alleinstehend. Na? Und dass das auch relativ im Empfinden der Menschen so ist, seht ihr an dieser Frage. Es gab eine Befragung vom Institut, da hat man die Menschen gefragt, ab wann schätzen sie ein, dass eine Person ihrer Meinung nach arm ist. Und da sieht man, damals kam 1000 Euro raus. Die Armutsrisikogrenze war ein Stückchen höher damals in dem Jahr 2015. Die war 60 bis 100 Euro höher. Aber man sieht, dass das Empfinden der Bevölkerung, also das ist eine repräsentative Umfrage, in etwa ähnlich ist das, was wirklich die Armutsrisikogrenzen nach diesem Berechnungsmodus, den ich euch jetzt gerade erklärt habe, quasi identisch ist. So, 1180. Jetzt hat man die pfändungsfreie Grenze noch, die kennt ihr alle, ne? 1139,99. Wann greift die? Ja, kann nicht gepfändet werden, Kredit oder sowas zu haben. Wenn man verschuldet ist, ab wann darf man nicht mehr gepfändet werden? Und das ist jetzt die Höhe, Akt seit 2017, ich behaupte, dass die 2020 irgendwann wieder erhöht wird. Das sind so Schritte 55, 60 Euro in der Regel, er liegt dann irgendwann 2 Jahren bei 1200 Euro. Das ist übrigens auch der Wert, der auf dem P-Konto, das pfändungsgeschützte Konto, nicht gepfändet werden darf. Also das, was man monatlich immer auch als Vermögen im Hintergrund haben darf. Die sogenannte pfändungsfreie Grenze ist das. Und dann gibt es noch einen anderen Wert. BAföG ist ja eine anteilige Darlehensleistung. Das muss man zurückzahlen, wenn man es bekommt, anteilig. Und wenn man nach dem Studium dann zurückzahlen muss und verdient oder hat weniger Einkommen als diese 1145 Euro, ist man für diese Zeit, solange man da drunter liegt, alles Nettowerte, wohlgemerkt, ne? Befreit von der Rückzahlung. Da läuft quasi, man behält die Schuld, aber man muss in diesen Monaten, wo man da drunter liegt oder Jahren, nicht zurückzahlen. Das ist auch eine Art Existenzminimum, dass der Mensch eben durch die Rückzahlungspflicht von BAföG-Darlehen nicht unterhalb des Existenzminimums gedrückt wird. So, und dann gibt es noch als nächsten Wert, findet ihr auf der Netzwerkseite, wir machen ja regelmäßig dann Beiträge zum Thema, was gibt es für Befragungen für Werte. Das ist eine Hamburger GmbH, die hat eine repräsentative Befragung gemacht im Jahr 2017 und hat unter anderem, die hat noch andere Fragen gestellt, nämlich wie viel sind fürs Grundeinkommen, wie viel dagegen, wie viel wird die Arbeitszeit verkürzen und so weiter. Und hat befragt, wie hoch müsste eurer Meinung nach das Grundeinkommen sein, was die Existenz und Teilhabe sichern soll. Und da war das der Wert. 1137, repräsentativ gemittelt, ne? Klar, so. So, und wenn man das, und das ist jetzt sozusagen schon fast der Abschluss, wenn man das so alles mal ein bisschen vergleicht, also 1400 war die Mindesteinkommensbefragung, 1100 der Warenkorb zu verschiedenen Zeiten, müssen wir immer mit bedenken, das war 2015 und so weiter, 2017, Armutsrisiko hochgerechnet auf 2018, Pfändungsfreigrenze 1140, Rückzahlungsfreistellung 1145, Grundeinkommenbefragung 1137, wenn man die Routen mittelt, kommt man in etwa auf 1193, ich habe salopp auf 1200 Euro einfach mal hochgerechnet, um das einfacher erklärbar zu machen. Und da sieht man, dass man, wenn man diese verschiedenen Bestimmungselemente, möglichen Bestimmungselemente für die Existenz- und Teilhabesicherung, was ist die Höhe, mittelt, kommt man in der Tat auch auf den Wert, so wie ihn vorhin der Daniel Weißbrot genannt hat, 1230. Also das ist meine persönliche Auffassung. Ihr wisst, im Netzwerk gibt es da keine Bestimmung oder wie auch immer. Ich werbe nur dafür, wenn man mal gefragt wird und diskutiert, was heißt denn nun für euch eigentlich Existenz- und Teilhabesicherung, dass man dann so ein bisschen was auf der Pfanne hat und sagt, das wäre der erhöht, das wäre das und das wäre das. Deswegen sage ich, es müsste in etwa bei 1100, 1200 Euro, was natürlich dann jedes Jahr sich verändert, steigert klar, liegen. Damit ist natürlich auch klar, dass 804 Euro bei Hartz IV natürlich exorbitant zu wenig ist. Ne? Das brauche ich jetzt nicht weiter kommentieren. Das war eigentlich der Sinn der Aktion, euch das mal kurz so vorzutragen. Damit danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr noch Fragen habt oder wir kurz diskutieren. Danke euch. Bitte Minimum Wage und Minimum Income unterscheiden. Jetzt habe ich es ganz deutlich Englisch gesagt, damit jeder versteht. Minimum Income, das hat nichts mit Lohn zu tun. Es ist vollkommen egal, was da sich hinter verbirgt. Das ist aber eine gute Frage, weil es wird oft, gerade die jetzt viel so im Gewerkschaftskontext, die kennen ja eher den Mindestlohn, Minimum Wage, korrekt. Aber Mindesteinkommen ist vollkommen unabhängig davon, welche Einkommensquelle du hast. Das sagt nur, das Geld brauchst du. Woher das kommt, ist wurscht.
Und die Mindestlohndebatte in Europa läuft ja sehr kompliziert. 60% des durchschnittlichen, jetzt kommt es, ein Bruttoangabemindestlohn. Also wir reden ja über Netto, ne? 60% auch wieder vom gemittelten durchschnittlichen, da ist wieder die Frage, ist es median gemittelt oder arithmetisches Mittel, schon die erste offene Frage, vom durchschnittlichen Bruttolohn, da ist auch wieder die Frage von Vollzeitbeschäftigten oder von allen Minijobbern und dann noch wieder von welcher Branche. Also du merkst, beim Mindestlohn wird das hochgradig komplex und da gibt es in keiner, selbst bei den Gewerkschaftspolitikern, die von Ahnung haben, eine klare Ansage, was ist für uns eigentlich der Maßstab, wie wir die Höhe des Mindestlohns ermitteln. Oder was wir für eine Forderung haben, so muss ich mal sagen. Weil die Definition sehr problematisch ist. Bruttolohn sagt mir gar nichts, was netto rauskommt. Zweitens, Bruttolöhne von Vollzeit, Teilzeit. Bruttolöhne von einer Friseuse oder von einem Rüstungsbauer, der 5.000 brutto wegschleppt sozusagen. Du merkst, ne? Also das ist ganz schwierig. Das meint, das brauchst du als Mindesteinkommen, um halbwegs über die Runden zu kommen. Woher, ist jetzt unwichtig. Also ich habe eine Frage für diesen Zusatzbedarf. Ich habe das mal gehört. Ich weiß nicht, was da dahinter steht. Naja, bei allen Grundsicherungsleistungen, Grundsicherungsleistung ist das ja so geregelt, über die Regelleistung ist ein bestimmter Wert mit drin für Reparaturen und Neuanschaffung. Das heißt, du müsstest, ich weiß es jetzt nicht, ich vermute bei Waschmaschinen und anderen Haushaltgeräteleistungen dürfte 1 oder 2 Euro im Monat drin sein. Das heißt, du müsstest gefühlte 50 Jahre sparen, diesen 1 Euro, um dir eine neue Waschmaschine zu leisten. Da merkst du schon eine Katastrophe, weil wenn ich Geld habe, spart man nicht jeden Monat diesen Euro. Deswegen gibt es ja solche Debatten, dass man bei diesen Regelleistungen, bei der Grundsicherung dann sowas wie auf Einzelantrag basierende Möglichkeiten einer zur Verfügungstellung einer neuen Waschmaschine, wenn die eine kaputt ist, ermöglicht. Das gibt es ja faktisch nicht. Das gab es früher in der alten Sozialhilfe, dass man einen Wintermantel beantragen konnte, wenn die Kohlen aus waren, Kohlen beantragen konnte oder wenn die Waschmaschine der Kühlschrank, also solche lebensnotwendigen, bitte nicht Geschirrspüler, das ist vielleicht noch ein Sonderfall, weiß nicht, ob da lebensnotwendig ist. Das gibt es aber zurzeit nicht, nur in ganz großen Ausnahmefällen. Wieder im SGB 12, also Sozialgesetzbuch 12 der Sozialhilfe. Bei den Kindern haben wir dieses eine Existenzminimum von 630 Euro. Da gibt es nicht nochmal solche Aufschlüsselungen, oder? Ja, ja. Ist auch eine spannende Debatte. Also es gibt ja einen Weg, wie kommt man zum Grundeinkommen. Gibt es eine Variante, das ist die lebensphasenspezifische Grundeinkommensvariante, wo Lebensphase Kind jetzt gemeint ist. Da kommt man auf Kinder- und Jugendgrundeinkommen. Ne? Übrigens, wer fordert das? Kinder- und Jugendgrundeinkommen? Wer? Nee, eben nicht. Auch nicht die Linke, auch nicht die Grünen. Der BDKJ, Bund der Deutschen Katholischen Jugend, der Mitglied bei uns im Netzwerk ist, und die AEJ, Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend. Das sind die zwei einzigen großen, und der PFAMF zurzeit, der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter. Bei denen heißt das Kindergrundsicherung. Was ist der Unterschied zwischen Kindergrundeinkommen und Kindergrundsicherung? So wie es das Bündnis Kindergrundsicherung, die Linke, die Grüne und Teile der SPD fordern. Die Kindergrundsicherung, der Vorschlag, den vom Bündnis Kindergrundsicherung, also Arbeiterwohlfahrt, Parität, Kinderschutzbund, wie sie alle heißen, heißt, die 619 Euro, 620 Euro, was das jetzt ist, wird abgeschmolzen bis auf die Höhe dessen, was man bei einem kindbedingten Freibetrag maximal für Erträge hätte, wenn man die steuerlich absetzen kann. Das sind jetzt in etwa 300 Euro, wird abgeschmolzen von den 620 bis auf die 300 Euro durch den Grenzsteuersatz der Eltern. Noch Fragen? Okay, das heißt, da wird so eine Art negative Einkommensteuer eingebaut. Die Kinder haben ja kein Einkommen, deswegen können wir die nie besteuern. Deswegen macht man das mit den Einkommenssteuern der Eltern. Das wäre jetzt aber der Grenzsteuerbetrag sozusagen, also das ist der Betrag, welche Steuer man hätte, wenn man etwas dazu verdienen würde, über den bestehenden Einkommen. Sozusagen. Und damit wird das verrechnet. Das ist eine Art negative Einkommensteuer. Und das wäre also eine negative Einkommensteuervariante, Kindergrundeinkommen als Sozialdividende. Jetzt kommen wir zur Höhe. Die 619 Euro ergeben sich stockkonservativ aus den bestehenden Kinderregelsätzen, die alle exorbitant zu niedrig sind, die empirisch nicht nachweisbar sind, aus den bestehenden zu niedrigen Kosten der Unterkunft und Heizung, auch für Kinder, auf Kinder runtergerechnet, und aus einem sogenannten Betrag für Betreuung und Erziehung, BEA genannt, Betreuungs- und Erziehungsaufwand, BEA, Abkürzung. Und da haben die das errechnet, kommen die nach dieser konservativen Rechnung auf eine Kindergrundsicherung von 619. Das nicht altersgestaffelt, wie zum Beispiel bei den Regelleistungen, sondern gemittelt aus den verschiedenen Altersgruppen. Ich behaupte, die müsste bei 650 in etwa sein. Also ihr kennt die Debatten, viele Grundeinkommenskonzepte sagen, Kinder die Hälfte. Ne?
Da kann man diskutieren, ob das in Ordnung ist oder nicht. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Es gibt für Kinder gibt es keine, so wie jetzt hier zum Beispiel, keine Möglichkeiten, sowas wie Existenzteil, man hat im Minimum einfach zu berechnen. Das ist schwieriger. Es gibt für Kinder keine Pfändungsfreigrenzen und so, ne? So zum Beispiel. Man muss immer wissen, wenn man solche Debatten führt über Existenz und Teil und Minimum, das sind alles subjektive, politische, wie auch immer, Urteile. Es gibt keinen Gott, auch nicht einen Teilhabegott, der bestimmt hat, irgendwo biblisch festgeschrieben, so und so viel muss es sein. Ne? Auch wenn Daniel sagt, zum Beispiel 50% vom BIP, ist das seine subjektive Einschätzung. Wir könnten auch sagen 60, wir könnten auch 40 sagen. Das ist, ne? Warum 60% vom median gemittelten Netto-Äquivalenzeinkommen? Wir können sagen 70. Warum tun wir bei der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, was das Statistikmodell für Ermittlung der Regelsätze hergibt, warum gucken wir bei den untersten 20% deren Ausgaben an, kürzen davon noch was weg und ermitteln daraus die Regelleistung. Warum nicht bei den unteren 40 oder bei den 70? Das sind alles politische, nicht willkürlich, aber politische bzw. wissenschaftlich gesetzte Kriterien. Deswegen bringe ich ja auch immer viele verschiedene, um zu sagen, dass die alle in etwa irgendwo in die Richtung 1,2, 1,1,5 oder was auch immer in die Richtung gehen. Wie kann ich unbezahlte Tätigkeiten in bezahlten Äquivalenten ausdrücken? Das wurde zum Beispiel 2001 für mich nach wie vor die statistisch beste Erhebung über die Anzahl von unbezahlter und bezahlter Tätigkeit inklusive der Bezahlung gemacht. Und dort wurde dann quasi die unbezahlte Care-Arbeit, Care, Sorge, Pflege, Erziehung und so weiter, ne, von Müttern und Vätern stundenmäßig erfasst. Und dann wurden verschiedene Berechnungen gemacht. Einmal wurde es mit einem Durchschnittsbruttolohn in Deutschland berechnet, glaube ich, Vollzeitdurchschnittsbruttolohn wurde runtergerechnet, dann wurde es mit Löhnen aus der bezahlten Care-Branche, also Pflegerinnen und so weiter, berechnet. Und man hat dann etwa rausbekommen, dass wenn man die Care-Tätigkeiten, nicht das bürgerschaftliche Engagement, was wir hier machen, das ist ja auch unbezahlte Arbeit, ne, sozusagen, dazu rechnen würde, würde unser BIP um mindestens ein Drittel bis zwei Drittel steigen. Ja, es gibt in der Statistik des Bundesamts zwei verschiedene Bereiche, in denen das erfasst wird. Die Erwerbsarbeit wird ja ganz normal erfasst und die Nichterwerbsarbeit, das was offiziell als Arbeit anerkannt worden ist, wird über den sogenannten Mikrozensus erfasst, in der Zeitverwendung heißt das genau. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist, es gibt beim Statistischen Bundesamt eine sogenannte VGR, eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Und in dieser volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ist erfasst oder berechnet, was diese Arbeit insgesamt in der Gesellschaft wert ist. Das sind knapp 400 Milliarden Euro für die Familienarbeit. Die andere Geschichte ist, was er 2001 meinte, dort war die Zahl so, dass die unbezahlte Arbeit, und zwar Ehrenamt und andere unbezahlte Arbeit, 96 Milliarden Stunden umfasste, während die Erwerbsarbeit 56 Milliarden Stunden erfasste, was ein Verhältnis von 60 zu 40 entspricht. Und dieses Verhältnis ist im Wesentlichen konstant geblieben bis heute und wird sich vermutlich auch nicht ändern. Dazu kommt, dass das Erwerbseinkommen selbst nur einen Anteil von etwa 40% am Gesamteinkommen in Deutschland hat. Das bringt uns aber bei der Teilhabeminimumdebatte nicht weiter, sondern das ist ja nur die Frage, wie würde ich, wenn das bezahlte Tätigkeit wäre, die unbezahlt geleistet ist, in einen Lohn ausdrücken. Ne? Das ist klar, das bringt uns jetzt hier für die Frage nicht weiter. Das sagt uns einfach nur, dass der eigentliche Sockel, so diskutiere ich auch in meinen Seminaren, der eigentliche Sockel der Gesellschaft nicht die Erwerbsarbeit ist, weder quantitativ, übrigens qualitativ auch nicht, weil sehr viel zerstörerisches Zeug produziert wird. Der eigentliche Sockel sind drei andere Tätigkeiten. Haussorge, Familienarbeit, wir umfassen mal mit Care, das ist der englische Begriff, bürgerschaftliches, politisches, wie auch immer Engagement, die ganzen Regionalinitiativen, was ihr macht, wenn ihr das Netzwerk und so weiter oder Initiativen voranbringt und auch die sogenannte Eigenarbeit, habe ich noch gar nicht mit drin, das wäre die vierte Eigenarbeit, wenn ich zu Hause was selber zusammenbaue oder was repariere. Das kann man auch in Geldwert umrechnen, in Stunden. Und die vierte wäre das, was mit Bildung begriffen ist. Ne? Es gibt bezahlte Bildung, wenn ich über Arbeitgeber oder ja, so, oder Freistellung für Bildungsurlaub, sorry, gibt es in Sachsen nicht, gibt es in anderen Ländern. Beziehungsweise, was wir hier machen, ist ja auch Bildung. Ne? Also du kämst auf ganz andere Summen und das stelle ich immer dar, das ist die Basis der Gesellschaft. Wenn das nämlich wegbrechen würde,
mache das mal an der Care-Arbeit deutlich. Wenn ein Manager nicht gelernt hatte von der Mutter und vom Vater, dass er laufen kann, dieser kleine Manager oder sprechen kann, würde er nie Manager werden. Noch Fragen? Das sind Dinge, ohne die Gesellschaft nicht funktionieren wird. Genau. So sollte man auch in der Grundeinkommensdebatte argumentieren. Dann danke ich euch.